Landgericht München, den 25. April 2023. Klage gegen das 1. Klammer zu, Polizeipräsidium München 80335 München, Edstraße, Klammer auf wegen den Verfehlungen der Beamten Martin Philipp Ostwinkel André Röder Bernd Erwin Schlegel. 2. Klammer zu, Bayerischer Ausbau, 82008 Unterraching Insel Kammerstraße 143. Klammer zu, dem Klangangster Salo aus München, wegen Diebstahls von Euro 15.000. Aus meinem verschlossenen Safe Diebstahl seines Ölgemäldes im Wert von ca. 1,3 Millionen Euro Diebstahls meines Mercedes-Benz 200 amtlich Kennzeichen B bis DS 1946. Hierzu beantrage ich hilfsweise, diese Verfahren mit dem Verfahren vor dem Landgericht München 15.03.984/22 zusammenzulegen. Begründung, Diebstahl von Euro 15.000, aus meinem verschlossenen Safe. Hier liegt bereits ein ausführlicher Klageantrag mit Begründung in der zusammenzulegenden Klage vor dem Amtsgericht München bzw. dem Landgericht München unter 15.03.984/22 vor. Am Donnerstag, dem 26.11.2020, lief ich in der Nähe der Münchner Fußgängerzone in einer Nebenstraße am Hauptbahnhof in München herum, bis auf einmal die oben genannten beiden Polizisten auf mich zukamen und behaupteten, ich sei verpflichtet, mich nur auf öffentlichen Wegen mit einer Corona-Maske zu bewegen. Ich habe den Polizisten erklärt, dass es München ja überhaupt keine Maskenpflicht gäbe, außerdem hatte ich eine Maske in der Tasche. Obwohl ich nach einer Diskussion über die angebliche Maskenpflicht den Polizisten angeboten hatte, die etwa 25 Euro Verwarnungsgebühr sofort zu bezahlen, haben die beiden das abgelehnt und darauf bestanden, dass ich mit zur Wache, Klammer auf am Hauptbahnhof, Bayerstraße, Klammer zu, komme, weil meine Personalien festgestellt werden müssten. Es war äußerst komisch, dass ich wegen solch einem Quatsch regelrecht abgeführt würde, obwohl ich bereit war, der Einfachheit halber die Gebühr zu bezahlen. Als wir dann in dem Polizeirevier ankamen, fiel es besonders auf, dass ich nicht etwa an einen Schreibtisch geführt würde, sondern direkt in eine Arrestzelle. In dieser Arrestzelle ging dann der Streit von neuem los. Die drei Polizisten haben mich regelrecht gefoltert, ja wahlgefoltert, nur wegen eines Verstoßes gegen die angebliche Maskenpflicht. Es ging sogar so weit, dass alle drei Polizisten an mir herummachten und einer der Beamten, es war der Dienststellenleiter, mich mit einer Art Judo-Griff zu Boden brachte, so dass ich mit dem Hinterkopf gegen die Wand knallte und eine erhebliche Beule davongetragen hatte. Dann haben die drei Polizisten mir gewaltsam die Schuhe ausgezogen und mir meinen Hosengürtel an der Hose abgemacht, weil es angeblich Vorschrift sei, dass man in einer Arrestzelle nur ohne Schuhe und Gürtel sein könnte. Gegen die Folterungen dieser drei Polizisten war ich also erstmal wehrlos. Dann nach etwa einer Stunde, in der ich in der Zelle saß, kommen die Beamten wieder her und sagten, sie müssten jetzt meine in der Nähe liegende Wohnung durchsuchen, weil ich keine Personalpapiere dabei hätte und sie müssten sich von meiner Identität überzeugen. Ich habe daraufhin noch sarkastisch gesagt, sie möchten dann doch anschließend in meiner Wohnung das Licht ausmachen, ohne zu wissen, dass das alles nur vorgegeben würde, um mir aus meinem Safe etwa Euro 15.000 zu klauen. Woher die Polizisten die Information hinsichtlich des vorhandenen Geldbetrages hatten, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich nach meiner Freilassung nach genau 8 Stunden festgestellt, dass mit dem am Schlüsselbund hängenden Safe-Schlüssel mein Safe geöffnet dastand und das Geld war weg. Ich hatte den Geldbetrag eingelegt, da ich in den folgenden Tagen dieses für eine neue Wohnungsbesichtigung als Anzahlung benötigte, da ich hier in meiner seit fast 50 Jahren von mir bewohnten Wohnung wegen Umbauarbeiten raus muss. Ich füge nachstehend ein Originalfoto bei, welches ich bei meiner Rückkehr gemacht habe. Sofort habe ich beide Beklagten, dem Polizeirevier reklamiert und darum gebeten, mir doch die Spurensicherung vorbeizuschicken, da an dem versteckten Safe möglicherweise Fingerspuren von den Tätern vorhanden sein müssten. Obwohl ich seit November 2020 mehrfach beide Beklagten angerufen habe, die ja nur wenige Meter von mir entfernt wohnt, hat die Beklagte es nicht für nötig gehalten, irgendjemand vorbeizuschicken.
Der Safe steht also noch heute, 3 Jahre nach der Tat, noch genauso unberührt da, wie ich ihn damals vorgefunden habe, nur sind die Euro 15.000 von den Polizisten geklaut worden. Entlassen würde ich von den Polizisten nach genau 8 Stunden Haft wegen eines lächerlichen Bußgeldes, wofür es überhaupt keine Angabe gab. Festgenommen würde ich etwa Mittag um 12 Uhr freigelassen, dann in der Edstraße um 8 Uhr am Abend. Vorher hatte man mir gewaltsam in den Polseirevier Bayerstraße Fingerabdrücke abgenommen. Nur ging die Probe nicht so aus, wie man es sich erhofft hatte. Mir würden insgesamt dreimal Fingerabdrücke abgenommen und verglichen. Jedes Mal sagte der zuständige Beamte, es gäbe keine Übereinstimmung. Bis dann auf einmal 2 weitere Beamte aus der Edstraße erschienen und mich gewaltsam in einen Kombi zerrten und mich in das Polizeipräsidium in der Edstraße fuhren. Diese beiden Beamten haben mich zwar nicht gefoltert, aber mit Folter gedroht. Mir wurde immer wieder klar gemacht, man habe dort eine sogenannte Ankertruppe, die nicht simmerlich sei und man könne diese ja mal holen. Davon habe ich mich nicht beeindrucken lassen und verlangt, man solle doch ruhig mal diese Ankertruppe aktivieren und herholen. Daraufhin verschwand dann der Beamte für etwas längere Zeit, kommt zurück und sagte nur freilassen. Endlich nach 8 Stunden Haft würde ich dann freigelassen. Dazu möchte ich sagen, diese Methoden, die da die Münchner Polizei anwendet, sind genau die gleichen Methoden, wie es die Gestapo oder die Stasi gemacht haben und nichts anderes. Als ich dann zu Hause ankam, kommt die nächste Überraschung. Ich finde meinen Safe mit geöffneter Türe vor und die 15.000 Euro waren geklaut worden. Den Safe-Schlüssel hatte ich an meinem Schlüsselbund und das Schlüsselbund hatte man mir ja bereits in den Bayerstraße im Revier gewaltsam abgenommen. Es ist eine Schande, jawohl eine Schande für die Rechtsstaat, dass Polizisten ihr klauen und betrügen wie die Raben. Diebstahl meines Mercedes-Benz 200 Kennzeichen M bis DS 1946 am Freitag, dem 10. Juni 2023, stellte ich vormittags um 9 Uhr fest, dass sich mein Wagen Mercedes M bis DS 1946 nicht mehr in der Tiefgarage Schwanthalerhöhe befand und verschwunden war. Den gleichen Parkplatz habe ich bereits seit den 1970er Jahren und noch nie ist irgendetwas weggekommen. Ich bin daraufhin sofort zur Parkwache gegangen, und der zuständige Parkwächter sagte mir, wir sollten doch mal durch die Parkgarage laufen, vielleicht finden wir den Wagen ja. Kurz darauf haben wir den Wagen tatsächlich gefunden, er stand direkt an der Ausfahrt mit abmontierten Kennzeichen. Daraufhin bin ich über die Theresienwiese in das Polizeirevier gelaufen und habe den zunächst versuchten Diebstahl gemeldet. Das Fahrzeug war so gut wie neu, ich hatte sämtliche Reparaturen gemacht und alles erneuert, weil ich den Wagen bis in das Jahr 2100 aufheben wollte, weil das Fahrzeug dann als Oldtimer einen entsprechenden Wert haben wird. Leider war man natürlich auf dem Polizeirevier zu faul, sich zu bewegen und bat mich, ich möchte doch das Fahrzeug mit seinen abgenommenen Nummern schildern, seinen an seinem jetzigen Fundort fotografieren und die Fotos vorbeibringen. Als ich dann zurückgelaufen bin, um den Fotoapparat zu holen, gehe ich wieder in die Tiefgarage, um den Wagen zu fotografieren. Als ich dort ankam, sehe ich die beiden Diebe, einer davon ist der eisige, beklagte und arabische Clan-Kriminelle Salo, an meinem Fahrzeug herumwerkeln und habe sofort heftig interveniert. Dann würde ich von diesen beiden Clan-Kriminellen ganz hart bedroht, so dass sogar die Garagenwacht einen Mann schickte, der die Bedrohungen und so weiter auch mitbekommen hat. Aufgrund der schwerwiegenden Bedrohungen blieb mir nichts anderes übrig, als aus der Garage herauszugehen. Draußen auf der Straße hatte ich dann einen Streifenpolizisten gesehen, dem ich die Sache erklärt hatte, dass in der daneben liegenden Tiefgarage arabische Gangster gerade mein Auto klauen und abtransportieren wollen. Der Polizist hatte offenbar selber Angst und hat noch auf der Straße die Polizei angerufen, wobei die Polizisten dann kurze Zeit später erschienen. Als die Polizei dann endlich vor Ort war, hat es deftige Beschimpfungen und Bedrohungen gegen mich gegeben, unter anderem weil ich dem Clan-Gangster Salo vorgehalten habe, da er ja einmal auswart hier im Anwesen für die beklagte Bayerische Ausbaui gewesen ist, und für alle Wohnungen Nachschlüssel hat, dass ich der Täter sei.
Dieser Clan-Gangster hatte nämlich gerade mit falschen Papieren, Klammer auf, der Fahrzeugbrief liegt heute noch bei mir, Klammer zu, das Fahrzeug neu angemeldet und wollten gerade mit den neuen Nummernschildern anmontieren und abhauen. Und nachdem ich in meiner Wohnung festgestellt hatte, dass ebenfalls das Ölgemälde die schöne Gegnerin verschwunden war, bin ich dann mit drei Polizeibeamten in meine Wohnung gegangen, die den Fall untersuchen sollten. Es gibt kein Zweifel, wer hier für den Diebstahl verantwortlich ist. Arabische Clan-Gangster haben vor wenigen Monaten in Berlin eine wertvolle Goldmünze von 3 Millionen Euro geklaut. Ebenfalls haben diese Clan-Gangster, Klammer auf, stehen derzeit noch vor Gericht, Klammer zu, in Dresden die sächsischen Königsjuwelen im Wert von fast 100 Millionen Euro geklaut und nichts davon ist wieder aufgetaucht. Da mein Bild über die Herkunft sage ich später noch etwas, ebenfalls zum deutschen Kulturgut gehört und etwa 1,3 Millionen Euro wert ist, wundert das nicht, dass diese Clan-Gangster ebenfalls den Diebstahl neben meinem Auto vorbereitet haben. Welche Frechheit und welche Kaltblütigkeit riesige Clan-Gangster Salo an den Tag legt, sieht man daran, dass er sich hingestellt hat, ich hätte ihm persönlich meinen Wagen verkauft, er könne nur deshalb keinen Kaufvertrag über das Auto vorlegen, weil es ein Barverkauf gewesen sei. Alle, jawohl, alles ist erfunden, es ist leider so, dass Clan-Gangster in Deutschland immer dreister werden und alles Mögliche erfinden. Ich selbst bin der Erstkäufer dieses Wagens und wollte ihn bis ins Jahr 2100 aufheben, aber sogar unnötige Verbesserungen an dem Wagen durchführen lassen und bezahlt, der Wagen war wie neu. Diebstahl des Ölgemäldes, die schöne Gegnerin, mein Vater Erich Bernhard Hess, geboren 12. Januar 1904, war zu seiner Studentenzeit in Berlin und Vorsitzender einer Burschenschaft nicht unerheblich mit den Nazis und Adolf Hitler involviert. Zur Nazi-Zeit war ich Staatssekretär im Ministerium für Kriegsmaterialbeschaffung der OT, Klammer auf, Organisation Tod, Klammer zu. Als der Vorsitzende Tod bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, war eigentlich geplant, dass mein Vater Minister im Verteidigungsministerium werden sollte, was aber dann ein gewisser Albert Speer würde. Im Jahr 1938 stand in München in der Pinakothek die Ausstellung Entarteter Kunst an, die Adolf Hitler zusammen mit meinem Vater als politische Demonstration eröffnet hatten. Als die Ausstellung in München beendet war, man hatte ja auch kein Interesse mehr an den ausgestellten Bildern, hatte der Reichsführer Adolf Hitler das Bild Die schöne Gärtnerin meinem Vater geschenkt, weil sich dafür damals niemand interessierte. Das Bild ist von dem Maler Max Ernst im Jahr 1923 gemalt worden, war also damals gerade 15 Jahre alt. Das Bild stammte niemals aus jüdischem Besitz, ist weder irgendwann einmal beschlagnahmt worden, sondern kommt aus ganz sauberer Herkunft. Ich füge als Anlage ein Originalfoto aus dem Jahre 1954, wo wir das Bild in einem PKW und unserer Erzgrube versteckt hatten, bei. Im Mail 1945 müsste mein Vater erstmal abhauen und ist nach Australien, nach Melbourne, in der Collins Street 400 untergekommen. Nach mehreren Monaten stand auf einmal die britische Commonwealth Polizei vor der Türe und wir müssten alle mitkommen. Ich selbst war damals dabei als Kleinkind, da ich quasi als Lebensversicherung, Klammer auf, wegen unerlaubter Abschiebung, Klammer zu, für meinen Vater fungierte. Nachdem wir im Melbourne Polizeipräsidium einige Tage gesessen hatten, wurden wir per Schiff nach Southampton in England abgeschoben und kamen von dort direkt in ein Gefängnis, nach Schottland. Da das Gefängnis einen eigenen Kindergarten hatte, wurde dort ich selbst untergebracht, während mein Vater mit anderen Nazi-Delinquenten in der Zelle saß. So schlimm konnte das aber nicht gewesen sein, denn während der Haftzeit hatte mein Vater zwei Kinder gesäugt, einmal bei einer 20-jährigen Putzfrau und ein zweites Mal bei einer 24-jährigen Krankenschwester. Da es damals nicht angenehm war, von einem Nazi-Delinquenten ein Kind zu bekommen, ist die 24-jährige Krankenschwester nach Australien ausgewandert, die 20-jährige Putzfrau hat ihr Kind genommen, bei einer Schauspielerfamilie geklingelt, das Kind vor die Türe gelegt und ist verschwunden. Trotzdem ist aus meinem Stiefbruder Brian Connolly etwas geworden,
Das war 1970 bei mir in Berlin Unterschlupf suchte, weil die Londoner Polizei hinter ihm her war, aber er hatte während seines Aufenthaltes in Berlin in der Aachener Straße 28 unten in einem Beerdigungsinstitut die Popgruppe The Swedes gegründet und ist mit dieser seiner Gruppe Anfang der 1970er Jahre zur angesagtesten Popgruppe weltweit geworden, bis er im Jahre 1997 mit 51 wieder alles Geld versoffen hatte und Selbstmord beging. Im Jahr 1948 begann dann in Schottland der Strafprozess gegen alle diese eingesammelten Nazis aus dem Reich. Dann kommt auf einmal meine Mutter, die selbst zur Nazi-Zeit BDM-Vorsitzende Klammer auf und deutscher Mädchen Klammer zu war, in den Kindergarten rein und sagt, wir fahren heute noch nach Deutschland, nicht nach Australia zurück, dein Papa ist freigesprochen worden. Natürlich wüsste damals jeder, dass die Altnazis sich dort alle gegenseitig Schuldbeteuerungen gegeben hatten und so sind wir dann in Freudenberg, Kreis Siegen gelandet und konnten wieder neu anfangen. Mein Vater hatte damals dann die Eisengießerei Salschendorfer Eisenwerke von wiederum seinem Vater übernommen und es konnte trotz negativem Gerede im Ort wieder gutes Geld verdient werden. Es ging sogar so weit, als dass wir uns 1954 im Juli gegen Barzahlung bei Mercedes einen neuen 300 SL für 29.500 Mark aus dem Laden kaufen konnten, mit dem ich zusammen mit meinem Vater dann im Juli 1954 zur Fußball-WM nach Bern gefahren bin. Als die Deutschen dann überraschend Weltmeister geworden waren, fragte uns der Bundestrainer Erberger, Klammer auf, man kannte sich noch aus der Vorkriegszeit, Klammer zu, ob wir bereit wären, unseren Mercedes 300 SL für die Konfetti-Parade in Siegen-Hohenwil zur Verfügung stellen könnten, was wir auch getan haben. Nur das würde uns dann zum Verhängnis, denn die damaligen Bilder würden auch in den Kinowochen schauen, gezeigt, und als wir zurückkamen, ging das Geschwätz los. Wir wohnten damals in unserem Haus in der Bahnhofstraße in Freudenberg und hatten trotz Freispruch ständig die Kriminalpolizei aus Siegen-Weidenau am Halse, die turnusmäßig unser Haus durchsuchte. Dann würde uns das ständige Geschwätz zu viel und es würde beschlossen, dass wir den 300 SL erstmal verschwinden lassen. Da wir von unserem Haus in der Bahnhofstraße direkten Blick auf unsere Erzgrube Kuhlenberg hatten, haben wir beschlossen, in der Grube den Wagen zu verstecken und haben das Fahrzeug im August 1954 dort hineinbuxiert. In dem Wagen liegt im Kofferraum unser Hund, ein Münsterländer Rassehund, den wir wegen Tollwutansteckung damals erschießen müssten, und auch das Ölgemälde haben wir auf die vordere Sitzbank gelegt, weil wir glaubten, das Bild könne irgendwann noch wertvoll werden. Der Wagen steht heute noch in der Erzgrube, aber ohne das Bild, welches ich im Jahr 1979 dort herausgeholt hatte. Im Jahre 1957 hatte es dann in der Erzgrube eine Schlagwetterkatastrophe gegeben, 2 Jahre später verstarb mein Vater an Magenkrebs. Damals war das Bild für uns noch nicht so wichtig und wir wüssten auch nicht, was wir tun sollten, um den Wagen da wieder herauszuholen. Erst im Jahre 1979 habe ich einen Weg gefunden, inzwischen war der Nebeneingang an der Westseite Richtung Lindenberg noch zugänglich, Klammer auf, dort war gerade die Sauerlandlinie der Autobahn, Dortmund-Frankfurt im Bau, Klammer zu, und habe lediglich das Bild dort ausgeholt, obwohl es noch damals wertlos war. Erst zur Wendezeit 1989 hat sich der Wert des Bildes erheblich verteuert, bis heute auf, Klammer auf, Auskunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klammer zu, etwa 1,3 Millionen Euro.